Leute, heute zeige ich euch mal, wie ihr bei vielen Modellen den Starterfreilauf oder halt den E-Starterfreilauf fettet bzw. schmiert. Diesen Freilauf, den ich jetzt zeige, haben fast alle Roller verbaut. Nicht alle, die Minarellis und Explorer Modelle, die haben einen anderen. Das zeige ich mal in einem anderen Video. Heute geht es um den hier, der ist bei Piaggio verbaut, bei China Modellen, Viertaktern auch teilweise und so weiter. Peugeot, Honda. Und ich zeige euch das jetzt mal, wie man den Vario-Deckel abschraubt, wisst ihr sicherlich. Haben wir schon oft genug gezeigt. Und zwar sitzt dann hier unten unser Starterfreilauf. Und wie man den jetzt schmiert bzw. wartet, zeige ich euch jetzt. So, hier haben wir das Teil. Ich habe mir eine Unterlage besorgt. Wenn jetzt der E-Starter antreibt, dann fährt das Teil so auseinander, greift ins Lüfterrad. Sobald der E-Starter ausgeht und das Lüfterrad läuft, dreht es ihn wieder zurück und dann kann er auch durchdrehen. Jetzt, wenn ihr seht, wir haben hier was wir schmieren müssen und wir müssen schauen, dass wir hier innen rein was bekommen. Und außerdem macht man hier diesen Zahnkranz sauber. Das machen wir jetzt mal. Und zwar, das ist Abrieb zum Beispiel von der Vario, von der Kupplung, vom Riemen. Das stört natürlich alles bei der Funktion von dem Teil. Und das können wir natürlich nicht gebrauchen. Ihr könnt auch, wenn ihr genau seid, hier diese ganzen Zähne sauber machen. Wenn ihr das erledigt habt, müsst ihr jetzt schauen, dass ihr hier Öl reinbringt und hier. Und ich mache das immer folgendermaßen. Ich würde kein WD-40 oder sowas nehmen. Das ist nicht zum Schmieren von solchen Sachen geeignet. Aber was dafür geeignet ist, ist Zweitaktöl. Also nehme ich einen Rest Zweitaktöl, fahre das Teil auseinander. Ich mache zuerst das oben. Und dann träufle ich jetzt hier was drauf. Ja, das war ein bisschen viel. Halte es gerade, damit das Zeug hineinlaufen kann. Bisschen hin und her bewegen. So, dann fülle ich hier in diese Kappe was rein. Jawohl. Wieder bewegen. Und so schmiert man das Teil. Dann nehmt ihr ein Zewa oder was ihr halt habt. Und damit putzen wir das überschüssige Öl ab. So. Und damit haben wir das Teil gefettet. So einfach ist das. Und dann habt ihr wieder ein paar tausend Kilometer eure Ruhe. Und das Teil geht vor allem auch nicht so schnell kaputt, denn ihr habt den Abrieb und das ganze Zeug mit dem Schmieren herausgeholt und abgeputzt. Und dann hält das Teil auch länger. Kostet ja auch ein bisschen was, also macht schon Sinn, das zu machen. Ja, das war's auch schon. Dann danke fürs Zuschauen und bis bald, Leute.